Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Isha Avak anzunehmen bei Marvin's Kaiser im Brachland an dieser Position, also auf der Spitze von dieser Landzunge hier. Ihr braucht ein bisschen die Umgebung, damit ihr sie besser findet oder leichter findet. Vorquest ist Marvin's Kaiser, da musste man sich zu ihr hinbegeben, beziehungsweise sie überhaupt erstmal finden. Wir sehen uns wieder. So, Quest beobachten. Man soll das Herz von Isha Avak besorgen. Ich werde ihn suchen und sobald ich ihn finde, werde ich mich wieder bei euch melden und euch noch erzählen, eventuell, in welchem Gebiet er zu finden ist, weil ich glaube nicht, dass dieser Mob fest an einer Position ist. Bis gleich. Quad habe ich ihn im Blickfeld. Hier ist er. So ein Mob unter Wasser. So dinosauriermäßig unterwegs. Beziehungsweise aussehend. Natürlich sind auch jetzt da. Aber da ich Stufe 27 bin, sollte ich das schaffen. Und ich glaube, dass hier in der Gegend sein Spawnpunkt ist. Loote nicht vergessen. Und wenn ihr andere Mobs in seiner Nähe getötet habt, unbedingt seine Leiche looten. Weil in WoW Classic gibt es kein Massenloot. Also, an dieser Position habe ich ihn gefunden. Wie gesagt, ich glaube, hier ist sein Spawnpunkt. Und er wandert hier nach unten bis ungefähr in Linie von diesem Turm. Also in diesem Gebiet könnt ihr ihn finden. Sein Herz habe ich gelootet. Herz von Isha Avak. Und nun darf man die Quest abgeben. Da ich nicht weit bin vom Abgabepunkt, werde ich keinen Schnitt mehr machen. Ich hoffe, dass man die Quest auch davon wieder abgeben kann. Bei Marvin's Kaiser, aber mal schauen. Vielleicht ist es auch woanders. Falls es woanders ist, kann ich immer noch Aufzeichnungen unterbrechen. Aber ich bin zuversichtlich. Ja. Wie kann ich Quest ist abzugeben bei Marvin's Kaiser im Brachland an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Eizocke, Ende.